Zum Abschluss der 100-Jahr-Feierlichkeiten der Spielvereinigung Ansbach lud diese ein zur traditionellen Mannschaftsvorstellung der U19, der zweiten und ersten Mannschaft. Den Anfang machte die U19 mit dem neuen alten Trainer Stefan Vogel und seinem neuen Co-Trainer Rainer Wittmann. Und jetzt wollen wir noch mal eine Frage stellen. Es gab ja letztes Jahr an den Trainer, an Stefan Vogel, so ein absolutes Highlight. Und zwar die Bayern-Klatsche. Ja, wer fährt schon mal den FC Bayern aus dem Stadion? Was ist denn das Highlight in dem Jahr? Da habe ich mir natürlich auch schon Gedanken gemacht. Natürlich werden wir immer besser sein als alle anderen. Und insbesondere jetzt in dem Fall als die Vorgängermannschaft. Das wird natürlich schwierig. Da bleibt eigentlich nur der Bundesliga-Aufstieg übrig. Aber herzlich willkommen, die zweite Mannschaft der Spielvereinigung Ansbach. Der neue Trainer ist Max Junger, ist jemand, den Sie auch kennen sollten, denn der ist für ein historisches Ergebnis verantwortlich gewesen mit seiner Mannschaft. Denn wer kann von sich behaupten, die Bayern aus dem Stadion gefahren zu haben? Und das so richtig, wir haben ja hier eine auf die Mütze bekommen, freut mich als Clubfan ganz besonders. Max, erzähl mal, wenn du jetzt zurückblickst auf das vergangene Jahr und jetzt auf das voraus, was erwartest du für eine Saison? Also das vergangene Jahr war natürlich prima, natürlich mit dem Ergebnis gegen die Bayern denkt man nämlich immer gerne zurück, aber nichts ist so alt wie der Erfolg von gestern und wir schauen in die neue Saison, Bezirksliga-Runde zu spielen und schauen, dass wir eben so gut wie möglich uns aus der Affäre ziehen und so gut es möglich geht, eben die Jungs für die erste Mannschaft eben zu präparieren. Es ist immer die Frage, was so ein Saisonziel ist, gerade als Trainer der zweiten Mannschaft bei der Spielvereinigung Ansbach, weil man doch ja ab und zu mal ein bisschen einen veränderten Kader hat und am Samstagabend noch nicht weiß, wer Sonntagmittag spielen wird. Wie gehst du mit der Situation um? Ach, da bin ich eigentlich ganz entspannt. Also ich kann mich ziemlich gut auf veränderte Situationen einstellen, auch ziemlich schnell und denke, das kriegen wir schon in Verbindung mit den Jungs ganz gut auf die Reihe und der Kontakt zwischen Trainer erster Mannschaft und zweiter Mannschaft funktioniert hervorragend. Wir haben da ständigen Austausch und ich denke mal nicht, dass wir da so kurzfristig Leute hin und her schieben. Das wird schon vorher geplant und dann klappt es schon. Zum Schluss wurde der Bayernliga-Kader für die Saison 2009-2010 vorgestellt. Dieser wird auch hier auf TV Ansbach im Anschluss noch einmal genau unter die Lupe genommen. Hans-Jürgen Buller ist bei mir. Du bist der Trainer der Spielvereinigung Ansbach. Das hast du relativ überraschend erfahren. Ich erinnere mich an einen Samstagnachmittag in Bayreuth, als ich ins Stadion gefahren bin nach Bayreuth. Da war in Bayreuth noch nicht so ganz klar, also mir zumindest nicht, wer ist denn jetzt eigentlich auf der Bank. Jetzt hast du es dir lange überlegt, habe ich mir sagen lassen, ob du die erste Mannschaft trainieren wirst. Ist klar, du hast ja auch noch einen Job. Wie kam es denn letzten Endes zu diesem Entschluss? Also vorgesehen war es von meiner Seite aus definitiv nicht, dass ich das Traineramt hier bei der Spielvereinigung weitermache, weil ich in meiner Funktion als Sportkoordinator, denke ich, ganz gute Arbeit geleistet habe und mir der Job auch wirklich Spaß gemacht hat. Aber die Zeit, mich mit der Mannschaft verbracht habe und diese begeisterungsfähige Mannschaft, hat mich letzten Endes dazu bewogen, zu sagen, okay, ich hänge da noch ein Jahr dran, weil ich gesehen habe, dass die Truppe was erreichen will und ich auch etwas erreichen will und insofern haben sich da zwei gefunden. Und jetzt habt ihr euch gefunden, die ersten Testspiele hat es auch schon gegeben, jetzt natürlich so das Testspiel-Highlight, sag ich mal, gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth, anlässlich 100 Jahre Spielvereinigung am vergangenen Samstag, sprich gestern. 5:0 am Ende für Fürth, aber so richtig traurig, glaube ich, ist man da nicht drüber, oder? Nein, keinesfalls. Also das Ergebnis ist unterm Strich etwas zu hoch ausgefallen. Aber wenn ich auf Ergebnis hätte spielen wollen, dann hätte ich in der Halbzeit nicht so oft gewechselt, beziehungsweise im Laufe der zweiten Halbzeit dann insgesamt zufrieden. Ich wollte in der ersten Halbzeit sehen, dass wir da gegen die Kräuter standhalten können, dass wir wenige Torchancen zulassen, ist uns auch gelungen. Und durch die vielen Wechsel dann in der zweiten Hälfte haben wir den Kräuter natürlich dann noch ein schönes Ergebnis beschert. Aber ich habe das gesehen, was ich sehen wollte. Die Frage stelle ich jedes Jahr und jedem Trainer. Zielsetzung für die neue Saison? Zielsetzung, da habe ich mir gedacht, das mache ich nicht alleine, sondern das mache ich A im Team und B mit meiner Mannschaft. Ich habe mehr oder weniger alle Spieler gebeten, ihre Ziele abzugeben und unterm Strich dann mit dem Ziel von Klaus und mir abgeglichen und wir haben das Ziel Platz 8. Platz 8, also daran wird man sich messen lassen. Nach den Mannschaftsvorstellungen kam es noch zu zwei ganz besonderen Auszeichnungen. Des Bayerischen Rundfunks, da war ich selber 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahre alt. Bayerischer Rundfunk, okay. Er hat ihn einst als den Ansbacher Zwergentorwart bezeichnet und Mitglied im Club der 013er, das war die legendäre Pokalschlappe bei den Stuttgarter Kickers, wo die Spielvereinigung Ansbach mit 13:0 unterging. Ne? Gleichzeitig muss ich auch dazu sagen, Saison 85-86, Landesliga-Aufstieg,
Die Zeitung titelte: Der Held von Sulzbach-Rosenberg. Und den darf ich jetzt auf die Bühne bitten. Das ist der Gerry Eicher. Meine Damen und Herren, ich habe mit dem Gerhard schon im Sandkasten gespielt da hinten. Da war ich Jugendtrainer. Das waren seine ersten Taten bei der Spielvereinigung. Und er hat uns lange die Treue gehalten. Ich sehe das mit einem lachenden weinenden Auge. Gerhard, du hast viel für den Verein gemacht, ob es in der Jugend war, in der ersten Mannschaft, als Torwarttrainer. Du warst ein hervorragender Sportsmann und bist es auch noch. Ich hoffe, wir sehen uns recht oft noch bei der Spielvereinigung. Wir bedanken uns bei dir und überreichen dir als Anerkennung das silberne Ehrenzeichen. Herzlichen Dank für deine Arbeit, Gerhard. Und das Wichtige ist auch, ja, also auch wir als Moderatoren wurden da vorhin etwas davon überrascht, denn das wollte man geheim halten vor uns, so damit wir nichts ausplaudern. Wir alten Plaudertaschen. Heinz, ich rede gar nicht lang. Dein Mikro. Heinz Kürzel zum Zweiten. Ja, meine lieben Gäste, lieber Gerd, als langjähriger Wegefährte in der Jugend, was wir alles erlebt haben, das kann man gar nicht beschreiben. Auch deine Verdienste um den Verein alle zu erwähnen, wer Eulen nach Athen tragen. Du hast in der letzten Zeit, in der schwierigen Phase, den Schiffsspielverein Ansbach wieder in ruhigere Fahrwasser geleitet. Dafür bedankt sich alle, die ganze Mannschaft, der Spielverein Anhänger und die Vereinsmitglieder bei dir recht herzlich. Ich bedanke mich persönlich für eine engagierte Arbeit und hoffe, dass du noch lange der Spielverein als Vorstand erhalten bleibst. Nochmal herzlichen Dank. Du bekommst von uns die goldene Ehrennadel überreicht.